Wer wird der nächste Piratenkönig? Eine Frage, die man eigentlich ziemlich intuitiv mit Ruffy beantworten kann. Doch ist dem wirklich so? Plant oder wirklich Ruffy zum nächsten Piratenkönig zu machen? Nun, es gibt einen anderen Charakter, den wir in dieser Rechnung nicht unterschätzen sollten. Und es ist einer, wo viele Leute intuitiv sagen würden, dass es ihnen eher nicht gefällt, wenn er Piratenkönig wird. Die Rede ist von Buggy. Heute geht es um die Frage, ob Buggy realistisch gesehen Chancen darauf hat, vor Ruffy zum Piratenkönig erklärt zu werden und wie dann damit umgegangen werden würde. Zunächst einmal weiß ich, dass wirklich viele Leute von dieser Idee alles andere als begeistert sind und ganz ehrlich, mir geht es da ähnlich. Ich will Oda nicht von Beginn an absprechen, dass er eine solche Situation brillant lösen kann, wir reden immerhin von Oda, aber dennoch gefällt mir die zugrunde liegende Idee dahinter erstmal nicht. Was mich aber interessieren würde, ist wirklich eure Meinung dahingehend. In diesem Video werden wir das Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Schreibt mir danach also sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Und bevor wir jetzt zum ersten Punkt kommen, noch eine Sache. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann ändert das doch gerne. Lasst ein Abo da und verpasst keine weiteren Videos mehr. Zunächst einmal die Frage, ob dieses Szenario überhaupt realistisch ist. Tatsächlich gibt es da in meinen Augen eine ganz klare Antwort und die lautet ja. Es ist durchaus realistisch, dass Buggy vor Ruffy den Titel Piratenkönig erhält. Es ist unrealistisch, dass er ihn am Ende der Geschichte noch immer haben wird und Ruffy dann nicht, aber zumindest, dass er ihn vor Ruffy erhält, ehe dieser ihn quasi übernimmt, ist durchaus realistisch. Um sehen zu können, wie realistisch das tatsächlich ist, müssen wir nur einmal einen Blick auf Buggys Werdegang in letzter Zeit werfen. Vom Impel Down Gefangenen zum 7 Samurai der Meere und dann zum Kaiser. Wie konnte Buggy Samurai und dann Kaiser werden? Nun, durch Missverständnisse und Schwindeleien, sicherlich nicht durch seine Stärke. Buggy ist nicht ansatzweise so stark wie ein Samurai und natürlich erst recht nicht wie ein Kaiser. Er ist nicht mal der richtige Kaiser, aber die Welt sieht ihn als solchen. Und wie ist das geschehen? Er hat Crocodile förmlich angefleht, ihn in die Kreuzgilde aufzunehmen und er hat ihm dafür seine Ressourcen angeboten, darunter seine ihm treu ergebenen Untergebenen, die Buggy aufgrund von Missverständnissen für den heftigsten aller Zeiten halten. Und was haben diese Untergebenen dann getan? Das Poster der Kreuzgilde so aussehen lassen, als wäre Buggy der Anführer. Aus diesem Grund hält man Buggy für den Anführer der Kreuzgilde und damit auch für den Kaiser. Dass Buggy alles andere als der wahre Anführer der Kreuzgilde ist, ist einfach nicht bekannt. Das könnte, wenn Buggy Piratenkönig wird, natürlich genauso sein. Und jetzt ist es sogar so, dass es auf dem Weg zu Marineford ein sehr interessantes Panel von Buggy gab, das vor allem retrospektiv für diese Buggy wird Piratenkönig Theorie spricht. Damals wurde er von den anderen Gefangenen, die später seine festen Untergebenen wurden, hochgehypt, als wäre er, wie gesagt, der Heftigste. Erst hat er sich Sorgen gemacht, dann hat er die Chance realisiert. Vor allem hat er darüber nachgedacht, dass er sich mit ihrer Hilfe, wenn er sich denn auch noch Whitebeards Kopf holt, eventuell einer der vier Kaiser oder sogar der Piratenkönig werden könnte. Jetzt hat Buggy Whitebeard nicht erledigt, aber durch die Hilfe dieser Untergebenen ist er tatsächlich erst zum Samurai und dann zum Kaiser geworden. Der nächste Schritt wäre Piratenkönig und auch das hat er damals in Erwägung gezogen. Kaiser geworden ist er schon, wird er nun auch noch Piratenkönig? Möglich ist es. Jetzt aktuell ist es ja sogar so, dass er Sir Crocodile und Mihawk beinahe schon gezwungen hat, beim Rennen um das One Piece mitzumischen. Wenn sie jetzt einen Rückzieher machen, dann stünden Mihawk und Sir Crocodile ziemlich dumm da. Das bedeutet also, dass die Kreuzgilde involviert ist und Buggy damit mehr oder weniger Player für sich hat, die auch in diesem Rennen definitiv nicht zu unterschätzen sind. Vor allem Mihawk ist ja wirklich auf dem Level von einem Kaiser. Und natürlich würden sie es nicht für Buggy machen, aber im Endeffekt würde es aus irgendeinem Grund wieder öffentlich so aussehen, als ob sie es für Buggy machen. Dass das passieren wird, da können wir uns, denke ich mal, relativ sicher sein. Und dann ist da noch eine weitere Sache. Shanks meinte, dass er irgendwann gemeinsam mit Buggy nach Laugh-Tail reisen würde. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass Shanks oder die Kreuzgilde das Rennen um das One Piece gewinnt, nicht wirklich, das wird Ruffy tun, aber es ist durchaus möglich, dass sie aus irgendwelchen Gründen mit nach Laugh-Tail kommen. Es kann ja sein, dass Ruffy das Rennen um das One Piece gewinnt, Shanks und vor allem Buggy dann aber aus irgendeinem Grund mitkommen. Vielleicht haben sie es in einem Wettstreit entschieden, den Ruffy halt gewonnen hat. Aber dennoch könnte Ruffy ja sagen, dass ein Shanks mitkommt und Shanks sagt dann, dass er Buggy gerne mitnehmen würde. Irgendwie sowas könnte durchaus passieren. Oder vielleicht finden sie das letzte Road Poneglyph unabhängig voneinander und sie treffen sich dann auf Laugh-Tail und haben vielleicht auch da ihren finalen Kampf um das One Piece, den Ruffy gewinnen würde, aber so muss es die Öffentlichkeit nicht wahrnehmen.
Der Punkt ist einfach, dass Buggy dort dabei sein könnte und dann von der Welt als Piratenkönig betitelt werden könnte, auch wenn der Titel eigentlich Ruffy zusteht. Wenn das so passieren sollte, dann können wir uns recht sicher sein, dass Buggy früher oder später als Schwindler enttarnt wird und der Titel an denjenigen geht, der ihn rechtmäßig auch verdient hat, an Ruffy, aber damit muss es nicht beginnen. Doch wenn Oda Buggy diesen Titel zunächst einmal geben will, können wir uns natürlich die Frage stellen, weshalb er das überhaupt machen sollte. Was bringt es ihm, Buggy diesen Titel zu geben? Als er ihn zum Samurai gemacht hat, war das in erster Linie lustig und hat obendrein die Tür geöffnet für die Situation mit Sir Crocodile, wo dieser ihn dann vor der Marine gerettet hat. Das wiederum hat dann zu dem ganzen Plot mit der Kreuzgilde geführt und generell hat es dafür gesorgt, dass die Kreuzgilde überhaupt so effektiv aufgebaut werden konnte. Immerhin sind die Ressourcen von Buggy jetzt schon sehr wichtig für die Kreuzgilde. Ohne die bezweifle ich, dass die Kreuzgilde jetzt schon so groß wäre, wie sie es aktuell ist. Und auch, dass Oda ihn zum Kaiser gemacht hat, erfüllt bereits jetzt einen Zweck. Es ist erneut natürlich unterhaltsam, die ganze Situation um Buggy zu sehen, aber das ist nicht alles. Es hat ihm außerdem ermöglicht, also vor allem weil Buggy deshalb als Anführer der Kreuzgilde gesehen wird, die Kreuzgilde beim Rennen um das One Piece ins Spiel zu bringen. Wenn Buggy dieses Standing als Kaiser und Anführer der Kreuzgilde nicht hätte, dann hätten seine Worte Mihawk und Sir Crocodile kaum in Zugzwang bewegt. Er hat dieses Standing aber und deshalb bleibt ihnen nicht wirklich eine andere Wahl, als nun beim Rennen um das One Piece mitzumischen. Die Frage ist nur, was es Oda bringt, ihn jetzt noch zum Piratenkönig zu machen. Wird es unterhaltsam sein? Vielleicht. Vielleicht findet Oda einen guten Weg, aber einfach wird das nicht. Die Gefahr, dass es wirklich vielen Fans missfallen wird, ist auf jeden Fall groß. Das ist erstmal das eine. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, dass es wirklich schwer abzusehen ist, wie Oda diesen Titel von Buggy als Piratenkönig in der Geschichte über den Comedy-Aspekt hinaus benutzen möchte. Eine Sache, die mir da einfallen würde, wäre die, dass sich Streitkräfte der Weltregierung zum Beispiel auf Buggy fokussieren und die anderen, also die Roter Piraten, die Ströte und die Revos, dann möglicherweise etwas unterschätzen? Sowas vielleicht? Vielleicht wird dadurch dann auch klar, dass Buggy ein Schwindler ist und Ruffy der wahre Piratenkönig? Wobei auch das eine Sache ist, die gar nicht mal so einfach zu lösen sein würde. Was eigentlich auch eher gegen Buggy in dieser Angelegenheit spricht. Dass Ruffy weltweit als Piratenkönig anerkannt wird, muss eigentlich passieren. Wenn Buggy den Titel also erhält, dann muss er ihn auch wieder verlieren, damit Ruffy ihn eben erhalten kann. Aber wie? Wie würde man die Brücke von Buggy ist Piratenkönig zu Buggy ist ein Schwindler und zu eigentlich ist Ruffy der wahre Piratenkönig schlagen? Schwierig, wirklich schwierig. Eine Sache, die dann vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist die folgende. Es könnte sein, dass Buggy zum Piratenkönig erklärt wird, weil es für die Weltregierung einfach das geringste Übel ist. Also, dass es nicht mal ein Missverständnis ist, sondern dass es wirklich gezielte Manipulation ist. Wenn sie bei der News dahingehend ihre Finger im Spiel haben, dann könnten sie eventuell dafür sorgen, dass Buggy diesen Titel erhält, weil sie verhindern wollen, dass er an den aktuellen Joy Boy geht. Eventuell könnte man es dann sogar so gestalten, dass es zwei Piratenkönige geben wird. Wie das? Sagen wir mal, die Weltregierung ernennt Buggy zum Piratenkönig, Big News morgens aber schreibt, dass Ruffy der wahre Piratenkönig ist. Die Welt wüsste also nicht so recht, wem sie glauben sollen. Diejenigen, die eher zur Weltregierung tendieren, glauben, dass es Buggy ist. Die anderen glauben natürlich, dass Ruffy der wahre Piratenkönig ist. Und dann im finalen Krieg müssen sie beweisen, wer von ihnen der wahre ist. Ob es so kommen wird, ist natürlich die Frage, aber wenn oder Buggy diesen Titel geben will, dann stelle ich mir das in diesem Szenario auf jeden Fall unterhaltsam und tatsächlich auch wirklich vielversprechend vor. Alles in allem würde ich aber Folgendes festhalten, und zwar, dass es schwer abzusehen ist, was es der Story bringen könnte, Buggy diesen Titel als erstes zu gewähren. Ebenso wird es ein Szenario sein, was alles andere als einfach zu meistern ist. Trotzdem ist es möglich und durchaus auch nicht gerade unrealistisch. Ob es auf der anderen Seite aber das realistischste Szenario ist, steht dann auch nochmal auf einem anderen Blatt. Letzten Endes ist eines auf jeden Fall sehr sicher, und zwar, dass Ruffy nicht nur seinen Traum erreichen wird, sondern auch Piratenkönig werden und als solcher bekannt werden wird. Die Frage ist nur, ob er wirklich der Erste sein wird, beziehungsweise ob Buggy ebenfalls diesen Titel erhalten wird und ihn dann später verliert. Damit sind wir dann auch schon wieder beim Ende von diesem Video und wenn euch jetzt noch interessiert, was genau eigentlich Ruffys Traum ist, so habe ich hier das genau richtige Video für euch. Im fünften Teil meiner Megatheorie geht es um den Traum von Ruffy, den Schatz des One Piece und das Ende von One Piece als Serie. Schaut es euch sehr gerne an und in diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.